Alex, warum hast ausgerechnet du dich für ein E-Bike entschieden? Naja, mit dem normalen Trekkingrad zu starten, das wäre fast zu erwarten gewesen bei mir. Dementsprechend war meine Challenge eigentlich mal ein E-Bike zu wählen für die lange Strecke. Und um es zu einer richtigen Challenge zu machen, habe ich natürlich eins unserer neuen urbanen Stadt-E-Bikes genommen, also unser Durban, das eigentlich entwickelt ist, um in der Stadt durch die Großstadt zu flitzen und die kleinen Erledigungen oder ins Büro zu fahren. Eine Reichweite von 45 Kilometern hat das E-Bike-System. Damit auf eine Kilometertour von 130 Kilometern zu gehen, ist natürlich schon eine Herausforderung. Und wie kam es dazu? Ja, ich fand unser neues Durban-Konzept erstmal super spannend für mich selbst. Ich selbst wohne in einer Großstadt. Das Ganze gibt es ja auch mit einem Gepäckträger und nach vorne als Frontkorb, sodass man die kleinen Erledigungen besorgen kann. Den habe ich mir mal einfach gespart gegenüber der Serie jetzt an meinem Rad, weil ich weniger das Gepäck vorne heute transportieren wollte, sondern an klassischen Gepäckträgertaschen hinten links und rechts. Dementsprechend habe ich mein E-Bike noch ein bisschen weiter modifiziert, ein bisschen natürlich abgespeckt, damit die lange Tour etwas entspannter wird. Ich habe mir für die Griffposition einen Rennbügel dran gebaut, sodass man mehrere Positionen fahren kann. Das entspannt ein bisschen die Hände. Ich habe mir auch hinten ein bisschen was einfallen lassen, also die Einfachschaltung, das ist auch in Serie so, allerdings mit 8 oder 9 Gängen. Ich habe mir eine 11-fach draufgebaut. 11 Zähne, das ist der schwerste Gang, 42 Zähne der leichteste. Das ermöglicht mir auch mal ohne E-Unterstützung einen Berg zu fahren und schont damit noch ein bisschen die Akkureserven. War schon auf den ersten Etappen, beispielsweise bis Bielefeld 100 Kilometer, bin ich auch so ganz ohne E gefahren und konnte dann im Anschluss meine tägliche Portion Wellness nochmal genießen und dafür wieder ein kleines Kraftpaket hier vorne und meinen Motor hinten. Hat mir dann immer die letzten Kilometer sehr versüßt und mir doch immer ein bisschen die Spannung aus den Beinen genommen. Also würdest du sagen, dass das dein persönliches Highlight des Rads ist? Das war auf jeden Fall meine tägliche Portion Wellness und damit ein bisschen wie Massage zum Ende. Was hast du dir eigentlich beim Design gedacht? Weil so gibt es die Farbe ja nicht bei uns im Sortiment, oder? Nee, so direkt nicht. Also wir hatten ja die Möglichkeit, jeder sich selbst ein Rad aufzubauen. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen optisch auf ein paar Dinge Acht gegeben. Ich habe es in meinem Steckbrief so schön Aero-Lackierung genannt, damit ich ein bisschen windschlüpfriger durchkomme. Natürlich war das nicht ganz ernst gemeint, aber in Summe habe ich mir aus unserem Farbpalette, die ungefähr 50 Farben in Summe darstellt, zwei Farben ausgesucht. Einmal das dunkle Blau, Midnight Blue heißt es, um genau zu sein, und das Earth Brown. Ich fand es ganz gut, eine Zweifachlackierung mal auszuprobieren und habe, wenn man es genau sich anschaut, die Reifenflanken des Conti Grand Prix 4 Frost Season, die ein bisschen bräunlich sind, mit meinem Earth Brown Gabel- und Sitzrohrlackierung abgestimmt, sodass ich da optisch ein paar Wiedererkennungswerte im Rad habe. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Modifikationen gemacht, was die Designs angeht. Ich habe mir zum Beispiel unser Kalkoff-Signet auf das Sattelrohr gemacht oder auch oben aufs Oberrohr, sodass ich immer ein bisschen sehen kann, seit wann eigentlich unsere Räder erfolgreich Kilometer fressen. Würdest du nichtsdestotrotz irgendwas anders machen bei der nächsten Challenge? Ich glaube, vielleicht würde ich nochmal das Lenkerband ein bisschen dicker wickeln. Das hat sich jetzt doch auch gemerkt, dass ich ein bisschen mehr Handflächenkontakt noch bräuchte, ein bisschen entspannter zu sitzen. Aber ansonsten lief das Rad einfach ideal. Ich bin ohne E ideal die Berge hochgekommen, größtenteils die leichteren Varianten, und hatte halt mit der Zusatzunterstützung einfach einen super Boost, sage ich mal, um dann den anderen nochmal ein paar Meter abzunehmen zur Spitze.